Herzlich willkommen bei Totopis TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man Nexus 7 das Display wechselt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Nexus aus. Jetzt nehmen wir ein Plastiktool und lösen drumherum alle Clips des Backcovers. Achtung, dieser Vorgang dauert in der Regel etwas länger als hier gezeigt. Das Backcover habe ich bereits davor schon einmal entfernt. Als nächstes lösen wir die Schutzfolie, um anschließend die Akkuverbindung zu trennen. Dafür müssen wir den Akku mit einem Plastikwerkzeug von links anheben und in den Stecker einfach ziehen. Jetzt lösen wir alle Display-Flexkabel, die am Mainboard befestigt sind. Zuerst das linke Flexkabel lösen, dann die zwei Clips öffnen und mit einer Pinzette die anderen zwei lösen. Anschließend lösen wir die Hitzefolie und das darunterliegende Flexkabel vom Display, damit wir später beim Entnehmen des Displays nichts zerstören. So, jetzt nehmen wir einen Föhn und erhitzen das Display auf ca. 80 Grad. Danach mit einem flachen Werkzeug versuchen, drumherum das Glas vom Kleber zu lösen. Achtung, ihr solltet dabei sehr vorsichtig sein und wenn möglich eine Schutzbrille dabei tragen, da das Glas sehr schnell splittert und in alle Richtungen fliegt. Ihr solltet immer wieder den Föhn draufhalten, um die Temperatur zu halten, damit sich das Glas ein bisschen einfacher lösen lässt. Wenn ihr das habt, versucht jetzt vorsichtig das Display vom Rahmen zu entfernen. Bevor wir das Display auf die Seite legen, müssen wir noch ein Flexkabel lösen. Sollte dieses Flexkabel bei eurem neuen Ersatzteil nicht dabei sein, dann müsst ihr einfach die Schutzfolie entfernen, Clip öffnen und das Flexkabel herausziehen. Als nächstes müssen wir alle Glassplitter und Kleberreste entfernen. Bitte seid dabei sehr gründlich, sollten sich später noch irgendwelche Glassplitter unter dem neuen Display befinden, wird das Display nicht perfekt anliegen und womöglich sogar beim Runterdrücken zerbrechen. Anschließend nehmen wir dünnes doppelseitiges Klebeband und bekleben das ganze Mittelframe damit. Versucht dabei alle Stellen zu bekleben. Jetzt nehmen wir das neue Display und bringen das kleine Flexkabel wieder an. Danach alle Schutzfolien entfernen. Nun können wir das Display anbringen. Achtet dabei darauf, dass ihr die zwei Flexkabel durch die Schlitze zieht und es nicht beschädigt oder knickt. Danach das Display einfach fest herunterdrücken, damit eine gute Verbindung zwischen Kleber und Glas entsteht.
Jetzt können wir das Nexus 7 in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dazu einfach beide Flexkabel wieder anschließen. Danach Akku verbinden und montieren. Als letztes noch das Backcover drauf montieren, bis die Clips einrasten. Anschließend noch prüfen, ob alles funktioniert und ihr alles richtig gemacht habt. Jetzt sieht euer Nexus 7 wieder aus wie neu. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr euch die Reparatur zutrauen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung Links zu Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Auf dieser Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite findet ihr die aktuellen Smartphone News. Links und rechts sind alle Social Medias, wo ich drin vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.